Morgen! Willkommen zu dem Video. Es geht wieder bei mir zu Hause natürlich los, wie jeden Morgen. Muss ja schneiden. Ich habe Kopfhörer auf. Ich kann nicht wirklich richten. Ich habe schon fertig geschnitten quasi, die letzten zwei Videos. Also ich bin aktuell 2 in Vorsprung, beziehungsweise 3, wenn das jetzt dazu zählt heute. Aber das geht noch. Das ist noch alles cool für mich. Also da muss ich mir noch keinen Stress machen. Das Problem ist, solange wir am M arbeiten, kann ich nicht großartig andere Sachen machen, weil ich mir dann die Zeit ja wegnehmen würde. Und das ist halt auch der Grund, warum das jetzt immer so ein bisschen, na, ich zeige euch nichts vom M und sowas halt, weil ich dafür auch halt ein extra großes Video gemacht habe halt, von dem restlichen Zusammenbau jetzt. Und ich will unbedingt den Pickup anfangen. Das ärgert mich natürlich. Deswegen, rüber die Katz, muss das jetzt gehen. Ich ziehe mich um, mache mich fertig, Arbeitshose und so weiter und dann ab zur Halle. Boah Leute, die Spritpreise, die waren ja schon echt knackig aktuell, ne? Also gut. Und jetzt sind die noch besser. Also ich habe gerade, glaube ich, das allererste Mal seit 2 oder 3 Jahren gesehen, dass der Diesel unter einem Euro hier bei uns ist. Also ich meine, klar, in anderen Stadtgebieten oder halt Teilen von Deutschlands war das schon immer ein bisschen weniger. Aber hier bei uns war es das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, ich weiß nicht. Oder habe ich halt nicht drauf geachtet, aber okay. Aber wenn es so weitergeht, wird der Diesel doch effizienter. Weil LPG hat keinen Effekt davon. LPG ist genauso teuer wie vorher und es ändert halt sich gar nichts. Also es wird nicht billiger oder sowas. Das Ding ist halt, ich fahre jetzt seit 3 Tagen, fahre ich jetzt hier auf Sprit rum. Ich meine, mein Tank war halb voll die ganze Zeit und ihr seht, es ist immer noch, ja, ich würde sagen, kurz, ja. Also nicht wirklich viel weniger geworden. Oh, hier ist Schule und so. Ja, auf jeden Fall, nicht wirklich weniger geworden. Aber das ist halt auch trotzdem kacke, weil, also, ich meine, warum soll ich denn viel Geld bezahlen für Sprit, wenn ich das nicht machen muss, ne? Das ist halt der Punkt. Wow. Moment, da ist mir ein Ast vors Auto geflogen. Eine Sekunde. Eigentlich wollte ich sagen, dass wir jetzt LPG tanken fahren, aber da ist ein scheiß Ast vor mein Auto geflogen. Bin natürlich jetzt rausgegangen, habe geguckt, ist nichts passiert. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Wenn irgendwas verkratzt ist, dann ist es unten drunter. Das war auch jetzt kein großer Ast zum Glück. Ich bin auch noch ein Teils ausgewichen. Puh, ich hoffe, es ist auf der Dashcam drauf, dann zeige ich es euch. Das war heftig. Also da habe ich... Also ihr könnt, denke ich mal, in meiner Reaktion sehen, dass das nicht so lustig war. Oh, ich gucke gleich mal, was auf der Dashcam drauf ist. Aber jetzt fahren wir erstmal tanken, LPG und so. Ich kann die LPG-Tankstelle hier bei uns in Süchteln empfehlen, die eigentlich immer die günstigste ist. Nur die Einfahrt ist doof für so Autos wie Max. Nur ein bisschen schräg hochfahren. 50 Cent, glaube ich, kostet es hier. Ja, 50 Cent. Da ist wirklich nichts passiert. Das ist wirklich nur drunter geknallt. Zum Glück, ey. Zum Glück auch nur an der Seite hier. Oder was ist das denn da? Ah, zum Glück und weg, ey. Ja, scheinbar Vereinigungsverlage, sag ich nur her. Das ist alles davon. Immer wieder. 65 Liter ging rein. Bei 32 Euro. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Ne? Ja. Adapter noch weg und dann können wir auch zur Halle. Was wir nicht vergessen dürfen gleich, ist meine Anzeige hier zurückzustellen. Also seht ihr jetzt nicht, das Auto, da seht ihr Ölservice und so weiter. Ne? Und die Balken sind alle, die müssen wir auf jeden Fall, müssen wir das gleich löschen. Weil ja, ich habe ja Ölwechsel gemacht jetzt. Habt ihr ja gesehen in den letzten 2, 3 Videos. Ja. Das ist unglaublich windig, oder? Krass. Ach so, und ich hoffe, dass das mit den 50 FPS hinhaut. Ich habe das beim Schneiden ja gesehen und das für mich sieht es okay aus. Ich würde es jetzt erstmal so lassen einfach. Und ich render die dann auch einfach in 50 FPS. Dann habt ihr es ein bisschen smoother. Keine Ahnung. So, in der Halle angekommen, werde ich jetzt direkt noch meinen Laptop mal schnappen und dann tun wir direkt auslesen, beziehungsweise den hier Service zurückstellen.
Boah, aktuell ist es richtig windig, ey. Ich glaube, ich bin 2 Tage voraus mit den Videos. Das ist aber hier nur nicht wenig, ne? Also ich meine der... Ah, stimmt, wir müssen ja gleich nochmal die Dashcam reingucken. Oh, das können wir gleich am Laptop schnell machen. Nur mal gucken, ob das drauf ist mit dem Ast. Oh, das wird interessant. Wie viel Akku haben wir? Oh, Akku ist voll. Na gut. Dann ab zum Auto. Bei W39 viel angenehmer, man kann das Ganze von innen machen. Das heißt, man muss nicht draußen in der Kälte jetzt am Motorraum hängen oder so. Und bei dem Auto hier ist sogar tatsächlich die OBD-Dose leer. Beim Diesel ist da die Dashcam drin. Kann ich euch nur empfehlen. Also falls ihr euch mal eine gute Dashcam holen wollt. Ich bin der Meinung, die Dashcam von Venturi oder so heißen die? Venturi sind die besten. Also bis jetzt, die Erkennung funktioniert am besten, also die Bewegungserkennung und so weiter. Und in Deutschland sind die Sachen ja jetzt schon quasi anerkannt. Also ihr dürft Dashcams quasi im Auto verwenden, wenn sie nicht dauerhaft laufen. Und in dem Moment, wenn die auf Bewegung eingestellt sind, da laufen sie nicht dauerhaft. Von daher, apropos, wenn wir hier am Auslesen sind. Vielleicht kennt einer von euch ja hier in der Nähe, also am besten halt in der Nähe von Viersen Umgebung mäßig, jemanden, der halt kodieren kann. Also nicht kodieren, sondern wirklich optimieren, Steuergerät. Ich würde mir nämlich gerne fest kodieren ins Steuergerät die Drehzahl, dass die Drehzahl immer mindestens 700 ist, weil ich nicht immer mit Klimaanlage fahren will. Das ist halt so ein typisches Ding von mir, ich weiß nicht. Früher hat man gesagt, das nimmt halt voll die Leistung weg und so. Ich meine, klar, wir brauchen nicht drüber reden, bei dem Auto hier stürzt mich nicht. Aber trotzdem generell ist das halt immer so eine nervige Angelegenheit, dass ich die anlassen muss, damit ich zum Beispiel lenken kann. Oder das mit dem Getriebe, was ich letzte Woche erwähnt habe. Letztes Video, meine ich. Ich glaube gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt es ist verdammt nervig tatsächlich. Es ist wirklich verdammt nervig. Für Modelle E38, E39, 46, 52, 53, 58, 38, 83, 85, R50, das ist ein Mini. Das System kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn mindestens 10 Liter Kraftstoff verbrannt wurden. Das habe ich noch nie gehört. So, Ölservice haben wir zurückgesetzt. Funktioniert und beendet. Das heißt, wir haben jetzt unsere grünen Balken da wieder. Seht ihr die? Ja. So, jetzt haben wir noch die Bremsflüssigkeit. Die hatte ich nämlich schon gewechselt gehabt. Das ist schon länger her. Zeitabhängiger Serviceintervall. Genau, den machen wir uns weg. So. Haben wir hier auch. Zack. Jetzt müsste da die Uhr verschwinden. Ja, Funktion beendet. Und Uhr ist auch weg. Jetzt haben wir wieder alles im grünen Bereich. So. Und das ist jetzt nur ein Teil des Ganzen, was wir machen werden. Oh, nach dem Kodieren habe ich gleich durchgezogen in M. Ich bin jetzt, glaube ich, 6 Stunden am Stück da gewesen. Also, da gewesen sowieso, aber halt 6 Stunden am Stück gearbeitet da. Mit einer einzigen kurzen Pause. Weil auch ich muss mal auf Klo. Wäre aber wirklich komplett durchgezogen. Stehbolzen habe ich reingemacht und so weiter. Aber das werdet ihr das im M-Video sehen dann. Ja. Es ist also nicht so viel geworden, wie ich gedacht habe, tatsächlich. Aber ich muss halt pünktlich zu Hause sein, weil ich gleich noch Besuch bekomme. Und wir haben schon 7:10 jetzt hier. Und eigentlich bin ich jetzt schon wieder 5 Minuten zu spät, weil ich musste noch in der Netto reinspringen und meine Sodastream-Dings tauschen. Ach, und wir haben uns die Dashcam-Aufnahme noch gar nicht angeguckt. Verdammt. Das habe ich jetzt vergessen. Aber das machen wir gleich. Dann packe ich das jetzt gleich noch hier hin dran. Dann beenden wir das Video einfach bei mir zu Hause. Weil das muss da drauf sein. Dann nehme ich die Dashcam einfach mit hoch. So, jetzt eben schnell mal Netto reinspringen, den Zylinder tauschen hier für den Sonostream und dann geht's auch schon mal die Katze nach Hause. So, zu Hause angekommen. Ich habe mich echt beeilt. Ich habe meine Sonostream-Flasche bekommen. Das war eigentlich ganz geil. Ne? Also die habe ich jetzt schon bekommen. Ich habe gerade mal auf der Dashcam, also auf der Speicherkarte von der Dashcam geguckt, aber da sind keine Aufnahmen von heute. Die letzten Aufnahmen, die ich habe, die sind vom 24. oder so. Also leider nicht, heute ist der 26. Keine Aufnahme da. Keine einzige Aufnahme. Das ist richtig kacke. Ich hätte euch das echt gern gezeigt, weil das war kein kleiner Ast. Das war kein kleiner Ast. Wirklich nicht. Und das hätte ich euch echt gern gezeigt. Aber ihr habt ja meine Reaktion gesehen. Also. Ja, ich hoffe, dass jetzt mit dem M bald durch sind. Ich habe heute, wie gesagt, die restlichen 6-7 Stunden habe ich da mit dem M verbracht. Wohl nicht ganz, aber ne. Ich habe die ganzen Sachen, also Kleinkram-Sachen, die auf jeden Fall noch gemacht werden mussten, unterm Auto fertig gekriegt. Also sprich, die ganzen Bremshülsen habe ich reingemacht. Nur mal kurz, um euch zu erzählen, was ich gemacht habe. Ölablassschraube habe ich wieder reingemacht. Der hat so eine neue Ölablassschraube bekommen, deswegen habe ich die auch reingemacht. Stehbolzen habe ich alle reingemacht.
Das ist auch ein bisschen fummelig, weil ihr müsst die mit Loctite einsetzen. Also solltet ihr mit Loctite einsetzen. Aber ihr werdet das alles in dem M-Video selber sehen. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Ich denke mal, dass ich das morgen, wenn ich da bin und den Wagen so halbwegs zusammen habe, beenden werde. Dass wir dann ein komplett letztes Video machen, wie das Auto dann halt auch letztendlich von uns geht. Also dann zum Laurin geht, wenn er fertig ist. Wie gesagt, das sind echt nur noch ein paar Kleinkram-Sachen. Ich denke mal noch so 4, 5, 6 Stunden oder so gehen das Auto rein, dann sind wir fertig damit. Das mit den Bremshülsen ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger, weil ihr die ein bisschen blank schleifen müsst, damit die passen, damit die gerade sind. Und das ist halt, ja gut, ich meine, kann man nichts machen. Egal, ich will nicht zu viel quatschen. Ihr werdet das dann im Video vom M sehen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, dass ihr dabei seid und dass ihr das feiert. Ja, mal gucken, wie lange wir unsere Daily Week hier ziehen. Vielleicht geht die auch in die nächste Woche oder in die nächste Woche oder in die nächste Woche. Wer weiß, vielleicht wird es ja auch hier Monthly Daily Ding oder so. Keine Ahnung. Haut rein, bis morgen. Nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo. Tschüss.